Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins. Mit folgenden Themen sind wir heute für Sie da. Berufsorientierung. Wir bieten die Chance am Tag der Berufe. Stabwechsel. Steffen Uhlig verabschiedet sich von Rückenwind e.V. Und Bilanz. Feuerwehr Frohse traf sich zur Jahreshauptversammlung. Der Dienstagabend stand ganz im Zeichen des Sports. Im Saal der Stadtwerke Schönebeck wurde die nunmehr 24. Sportlerehrung durchgeführt. Im nächsten Beitrag sehen Sie einen kleinen Einblick und alle Ehrungen und Gewinner folgen dann komplett am Freitag. Welch hohen Stellenwert der Sport in der Stadt Schönebeck genießt, wurde wieder am Dienstagabend deutlich. Zur diesjährigen Sportlerehrung im Stadtwerkehaus würdigten unter anderem Oberbürgermeister Bert Knoblauch und weitere Vertreter der Stadt die Arbeit der Trainer sowie die hervorragenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler. Die mehr als 100 anwesenden Aktiven aus 11 Vereinen glänzten mit Podestplatzierungen auf unterschiedlichen Meisterschaften auf nationaler und internationaler Bühne. Umrahmt wurde die lockere Veranstaltung im Beisein von Landrat Markus Bauer durch den akrobatischen Auftritt von 8 jungen Turnerinnen des Schönebecker SC. Einen längeren Beitrag der mittlerweile 24. Sportlerehrung sehen Sie, liebe Zuschauer, in unserer Freitagssendung. Frühe berufliche Orientierung ist wichtig. Zum kommenden Tag der Berufe am 9. März rufen jetzt Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Thomas Holz von der Arbeitsagentur alle Kinder und Jugendlichen auf. Was die Teilnehmer in den einzelnen Unternehmen erwartet und wer sich aus Schönebeck beteiligt, das sehen Sie jetzt. Eigene Talente entwickeln, Einblicke in die Praxis bekommen und berufliche Orientierung gewinnen. All das sind Ziele, die der Tag der Berufe auch 2016 verfolgt. Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Thomas Holz von der Agentur für Arbeit Bernburg waren am Dienstag zu Gast bei der Elbe Medienproduktion GmbH, um gemeinsam für den Tag der Berufe zu werben. Gedacht ist er vor allen Dingen für die Schüler der 7. und 8. Klasse, aber es kann gerne auch jemand kommen aus der 9. und 10. Klasse, sich dort Unternehmen anschauen. Selbst im aktuellen Ausbildungsjahr haben wir ja noch über 200 Ausbildungsplätze offen, da kann man sich sicher kennenlernen. Am 9. März haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich ab 14 Uhr in den Unternehmen umzuschauen und Fragen zu stellen. Auch 7 Unternehmen aus Schönebeck öffnen an diesem Tag für die Arbeitnehmer von morgen ihre Türen. In Schönebeck haben wir viele interessante Berufe, von A wie Altenpfleger bis Z zum Zerspanungsmechaniker, aber darüber hinaus in vielen kleinen, mittelständischen und größeren Betrieben, alle Arten von Berufen, vom Chemiker, Laboranten zum Industriemechaniker, Handwerker aller Orten. Das heißt, eine große Bandbreite von Firmen und damit auch verbunden natürlich Berufen, die man hier in Schönebeck und Umgebung ergreifen kann. Bereits zum 9. Mal wird der Tag der Berufe nun schon organisiert. Vor allem junge Leute, die sich bei der Wahl ihres zukünftigen Berufes noch unsicher sind, sollen angesprochen werden. Ja, ich sag's einfach mal am Beispiel. Mir begegnen viele junge Leute, die mit 20, 22 entdecken, eigentlich habe ich den falschen Beruf gelernt. Das muss nicht sein. Man kann sich in der 7., 8., 9. Klasse in den Betrieben informieren. Alle Betriebe bieten Praktika an, wo man einen Beruf mal ausprobieren kann. Und da ist es das Ziel, wirklich eine gute berufliche Orientierung, die es in den Betrieben allemal am besten, auch wenn Schulen und Berufsberater auch gute Arbeit leisten, aber am Platz, beim Tun lernen sie am besten, ob ein Beruf etwas für sie ist oder nicht. Ausgelernte Kräfte ziehen weg oder suchen ihr Glück im Ausland. So ist auch für die Arbeitgeber dieser Tag eine gute Möglichkeit, ihren Betrieb oder ihr Unternehmen genauer vorzustellen oder eventuell zukünftige Auszubildende zu werben. In Schönebeck wird ja oft das Problem an mich herangetragen von vielen Firmen, dass sie Schwierigkeiten haben bei der Nachwuchsgewinnung, bei Fachkräftegewinnung. Und da fühlt es mich natürlich mit Stolz, dass sich auch die Stadt Schönebeck und hier die Betriebe, wir haben 6 an der Zahl, Elbe Medien darunter, sich an diesem Tag beteiligen, sich präsentieren und so auch Interesse bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei den Großeltern wecken. Ich denke, das ist eine gelungene Sache, um hier einen kleinen Schritt für die Fachkräftegewinnung für unsere Heimatstadt zu tun.
Bei einem Rundgang durch die Produktionsräume der Elbe Medienproduktion GmbH betonten sowohl Holz als auch Knoblauch noch einmal die Bedeutung der frühzeitlichen beruflichen Orientierung der Jugendlichen, um nicht erst im ersten Lehrjahr zu merken, dass die gewählte Ausbildung nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Ja, liebe Jugendliche, liebe Eltern und Großeltern, am 9.3. findet der Tag der Berufe statt. Nutzt die Chance, schaut euch um in den Betrieben, die wir hier haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier Interessen findet, die euch zusprechen. Meldet euch an unter www.tagderberufe.de. Am vergangenen Freitag trafen sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frohse. Ausgewertet wurde das vergangene Jahr und all seine Einsätze. Auch die Zusammenlegung der 4 Stadtteilwehren war ein großes Thema. Seit 91 Jahren löschen die Kameradinnen und Kameraden der Frohser Wehr nun schon Brände. Im vergangenen Jahr gab es in Frohse 17 Einsätze, davon 4 Brände und ein Großbrand, die erfolgreich bekämpft wurden. Für die geleistete Arbeit bedankte sich auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Einige Mitglieder sind nun schon 40, teilweise 50 Jahre im Dienst und wurden dafür entsprechend geehrt. Wie zum Beispiel Rainer Lindau. Thema der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag waren nicht nur die Ehrungen, es ging im Kern darum, die Feuerwehren der verschiedenen Stadtteilwehren Bad Salzelmen, Felgeleben, Tischlerstraße und Frohse langfristig zusammenzulegen. Was allerdings nicht nur in Frohse aufgrund der dann fehlenden Arbeitsgrundlage auf Ablehnung stößt, sondern auch zum Verlust des Traditionsbewusstseins führt. Alle News aus Schönebeck und der Umgebung haben wir jetzt kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die nächste Bürgerversammlung für das Stadtgebiet Felgeleben findet am 25. Februar um 18 Uhr im Hotel Kulturhaus Felgeleben in der Gnadauer Straße 17 statt. Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchten, sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung per Telefon oder E-Mail mitzuteilen. Eine aufschlussreiche Informationsveranstaltung zur Breitbandverbindung für Schönebeck mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde Download und 40 Mbit pro Sekunde Uploadgeschwindigkeit fand am 22. Februar 2016 im Dr. Tolberg-Saal in Schönebeck statt. Sven Szechowski, Regiomanager der Telekom für den Vectoring-Ausbau im Salzlandkreis, berichtete über die Möglichkeit, die das neue Netz bietet und was erforderlich ist, um die VDSL-Technik nutzen zu können. Joachim Fricke, Leiter für Planung, Projektierung und Baubegleitung bei der Telekom, berichtete über die technischen Details des Glasfasernetzes. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen in HD-Qualität gleichzeitig funktionieren. Diese Höchstgeschwindigkeiten im VDSL-Netz werden erst durch den Einsatz der Vectoring-Technik möglich. Jetzt am Start: Der Deutsche Jugendfotopreis 2016. Gefragt sind Fotos zu allen Themen und zum Jahresspecial Sound in Sicht. Teilnehmen können alle bis 25 Jahre. Der Wettbewerb wird vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum, kurz KJF, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veranstaltet. Auf die Gewinner warten Preise im Gesamtwert von 13.000 Euro und eine große Ausstellung auf der Fotokina. Die Bilder können ab sofort bis zum 15. März 2016 per Upload oder als Ausdruck eingeschickt werden. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen gibt es auf www.jugendfotopreis.de. Wie von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schönebeck zu erfahren war, wird der Mammographie-Screening-Bus im Zeitraum vom 16. Februar bis etwa 16. April 2016 erneut in unserer Stadt im Einsatz sein. Wegen der Bauarbeiten auf dem Markt in der Schönebecker Altstadt wird die mobile Untersuchungseinheit nicht wie gewohnt im Breiteweg, sondern erstmalig auf dem Nettoparkplatz Blauer Steinweg 4, Ecke Magdeburger Straße zu finden sein. Alle Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren haben dann die Gelegenheit, am bundesweiten Programm zur Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen. Die Bürgerinnen erhalten eine schriftliche Einladung, die Vereinbarung eines persönlich passenden Termins kann ebenfalls vorgenommen werden. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon
786-101. Nach einer kurzen Pause geht es mit der neuen Geschäftsführerin des Rückenwinds e.V. weiter und natürlich verlosen wir auch noch das Medium der Woche. Also bleiben Sie dran. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18. Ihr Weg zum schnellen Internet. Highspeed-Surfen mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Hallo Schönebecker, ja, VDSL gibt es jetzt in Schönebeck. Wir von Kartig Bombach hier in der Salzer Straße wollen euch unterstützen in Beratung, Tarifoptimierung und auch in der Installation. Meldet euch bei uns. Frohse, Grünewalde, Felgeleben, Salzelmen und viele weitere Gebiete können jetzt auf Highspeed wechseln. Ich, Christian Stein. Und ich, Sven Jürg. Wir helfen euch weiter in allen Fragen im Shop bei uns in der Salzer Straße 3a in Schönebeck. Kartig Bombach, Ihr Partner in Schönebeck. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Tiefkühlkost und abgepackte Fleischwaren in einem breiten Angebotsspektrum. Unsere Angebote der Woche? Gehacktes das Kilo 2,99 Euro und Schweinenacken das Kilo 2,75 Euro. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Ihre Fleischerei Sinnig. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich.
An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Kasseler Kotelett 100 Gramm zu 55 Cent, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, Eisbein 100 Gramm zu 25 Cent, Wiener Würstchen 100 Gramm zu 60 Cent, Leona 100 Gramm zu 80 Cent und in dieser Woche Jagdwurst 100 Gramm zu ebenfalls 80 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wir machen, dass es sauber ist. Und damit Sie das wissen, machen wir Werbung im Elbe-Kanal. Elbe-Kanal, unser Sender. Glühwein und Bratwurst wurden am Wochenende auf dem Museumshof des Salzenmuseums angeboten. Auch der Regen hinderte die Besucher nicht daran, einmal vorbeizuschauen. Warmer Glühwein und leckere Bratwurst. Was gibt es Schöneres an einem verregneten Wochenende? So luden die Mitglieder des Fördervereins des Salzenmuseums e.V. zum 8. Glühweinfest in den Museumshof ein. Regen und dunkle Wolken schreckten die Besucher nicht davon ab, gemeinsam mit der Familie oder Freunden bei der ehrenamtlich organisierten Veranstaltung vorbeizuschauen. Um solche oder ähnliche Feste wie beispielsweise das Fennerfest, den Weihnachtsmarkt oder die Kindermuseumsnacht durchführen zu können, benötigt das Museum weiterhin tatkräftig Unterstützung. Wenn also auch Sie interessiert sind an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Museum oder die Arbeit genauer kennenlernen wollen, dann bietet sich das Monatstreffen zum jeweils ersten Donnerstag an. Die Mitglieder freuen sich über jeden unterstützenden Helfer. Wir kommen zum Medium der Woche. Die neue Bravoz 92 ist es und hier ein kleiner Einblick. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Bravo Hits 92, das ist ein Reigen bunter Hits der größten Chartstürmer und erfolgreichsten Künstler. 44 Hits auf zwei CDs sorgen für 156 Minuten bester Unterhaltung. Natürlich dürfen die neuesten Hits aus den Charts nicht fehlen. Die heißesten Schnappschüsse kommen diesmal von Alan Walker mit Faded, Shawn Mendes mit Stitches und Major Lazer mit Light It Up. Natürlich dürfen auch Megastars wie One Direction, Coldplay, Gestört aber geil und Justin Bieber nicht fehlen. Bravo Hits 92, nur Hits, keine Kompromisse. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. In dieser Woche möchte ich von Ihnen wissen, wo denn die Azubi-Wochen stattfanden. Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Einfach eine Mail an info@elbemedien.de oder anrufen unter 40 57 70.
Die Gewinner werden dann hier in der Freitagssendung bekannt gegeben. Der Rückenwind e.V. hat eine neue Geschäftsführerin. Wir waren bei der Vorstellung dabei. Seit dem 1. Januar 2016 hat der Rückenwind einen neuen Geschäftsführer. Um genauer zu sein, eine neue Geschäftsführerin. Jana Dostal tritt damit nun in die Fußstapfen von Steffen Uhlig. Am 19. Februar gab es in Piranha in der Bahnhofstraße eine kleine Festveranstaltung. Viele Gäste waren der Einladung gefolgt und haben Steffen Uhlig und Jana Dostal mit kleinen Überraschungen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Bombach eröffnete die Veranstaltung mit einigen Worten. Es ist jetzt ungefähr 23 Jahre her, als nebenan im Pionierhaus oben in der Küche der Verein Rückenwind gegründet wurde. Heute gibt es da nebenan übrigens Döner. Einige der heutigen Mitarbeiter waren vielleicht noch gar nicht geboren, andere vielleicht in der Arbeit, wie auch immer. Andere sicherlich noch sehr, sehr klein. 7 Personen haben damals den Verein ins Leben gerufen mit ganz viel Engagement. Heute, 2016, arbeiten wir ca. 40 Mitarbeiter und wir haben sogar 2 eigene GmbHs. Und dabei hat gerade die jüngere Vergangenheit besondere Herausforderungen auch an Rückenwind gestellt. Ich denke da nicht mal an die tägliche Arbeit, welche den Verein ausmacht, sondern auch an das Thema Flüchtlinge, bei uns ganz eng verbunden mit der Jugendarbeit. Und mit einem geradezu auch gigantischen Mehraufwand an Arbeit für viele Mitarbeiter verbunden ist. Oder lebt er? Wir hören uns da hinten hängt noch so ein schönes Bild vor 1,5 Jahren, etwa Sardineninsel, der grüne Abschluss. Das sind schon irgendwie richtig tolle Projekte gewesen. Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch ließ es sich nicht nehmen, im Piranha vorbeizuschauen. Er lobte die Arbeit des Rückenwind e.V. Seit 2004 bin ich im Kreis Altkreis-Schönebeck, jetzt im Salzlandkreis, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und seit 2004 hast du mich mit begleitet bei der Jugendarbeit. Haben wir ganz viel zusammen gemacht. Ihr entwickelt vor allem immer auch kreative Ideen. Nicht alles so ganz immer auch bei mir so angekommen, aber letztendlich für uns in der Stadt ein wichtiger Teil der Jugendarbeit. Nicht nur der offenen Jugendarbeit, sondern insgesamt der Jugendarbeit. Dafür möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken, dir alles Gute wünschen und Ihnen bei der Übernahme des Amtes ebenfalls alles Gute und ich freue mich auf ebenfalls so eine hoffentlich gute Zusammenarbeit. Dann zog Steffen Uhlig eine Bilanz der vielen vergangenen Jahre. Zurückblickend ist er sehr stolz auf den Verein Rückenwind. Vielleicht fangen wir jetzt einfach mal beim Gewissen an, bei dem was gewiss ist. Ja. Gewiss ist bei uns hat es ein Wechsel in der Lokomotive gegeben. Ja. Also der alte Lokomotivführer ist nicht mehr da seit 1.1. und er war auch schon in der Zeit vorher nicht mehr immer so richtig anwesend. Was ein Problem war, die Kolleginnen und Kollegen haben das vorbildlich übernommen, aber es braucht einen richtigen Lokomotivführer oder wie wir jetzt sehen, eine richtige Lokomotivführerin. Wir sind ja auch ein Frauenverein, es gibt sehr viele Frauen bei uns, die bei uns im Zug sozusagen arbeiten. Insofern ist es passend. Es ist passend, dass es eine Frau ist, es ist passend, dass es jetzt gerade stattfindet. Ich komme auch ein bisschen aus der Pionierphase, ja. Schleppe noch viele alte Gedanken auch mit mir rum, das muss man einfach sagen, die nicht mehr unbedingt angemessen sind. Also von daher glaube ich, braucht auch die Zäsur unbedingt. Und bei mir kommt sicherlich hinzu, ich sehne mich immer so ein bisschen danach, auch wirklich fachlich zu arbeiten. Richtige, tiefe fachliche Arbeit, das liegt mir einfach und da habe ich mich jetzt auch orientiert entsprechend. Die neue Geschäftsführerin möchte sich auch weiterhin an Steffen Uhligs Arbeit orientieren und auch die Jugendarbeit bleibt weiterhin ein Thema. Wir wünschen Jana Dostal viel Erfolg bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen. Wir kommen zu den Veranstaltungstipps aus Schönebeck und der Umgebung. Für alle Mexiko-Liebhaber haben wir etwas ganz Besonderes. Unter dem Motto Entspannen und Wohlfühlen lockt die nächste lange Saunanacht mit Überraschungen am Freitag, den 26. Februar in den Solequell Bad Salzelmen. Ab 22 Uhr wird sich die Badelandschaft wieder in einen FKK-Bereich verwandeln. Der Eintritt erfolgt zu den normalen Tarifkonditionen.
Kaffeeduft in London. Das Buch der Autorin Nancy Schumann wird im Februar in den Räumlichkeiten der Heimatstube in Kalbe von keiner anderen Person als der Autorin persönlich vorgelesen. In ihrem Buch Kaffeeduft in London geht es um eine Frau, die aus einer ostdeutschen Kleinstadt stammt. Jetzt mit Mitte 30 lebt sie in London, hat zwei Jobs und schreibt Gedichte. Sie kann es kaum glauben, als eines Tages ein Verlag ihre Gedichte publizieren will. Doch die Freude ist von kurzer Dauer, denn bald muss sie sich auch beruflich mit dem Verlag auseinandersetzen. Einer von Tinas Job ist bei der Polizei und der Verlag wird zum Mordschauplatz. Alle Interessierte können sich diese Vorlesung von Nancy Schumann am Freitag, den 26. Februar 2016 in der Heimatstube Kalbe, Mark 13, anhören. Der Eintrittspreis beträgt 1 Euro. Am 27. Februar gastiert im Dr. Tolberg-Saal das Ensemble Gregorianica. Die Konzertgäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, in dem sie nicht nur klassische gregorianische Chorgesänge hören. Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort in den Stadtinformationen der Stadt Schönebeck sowie unter der Telefonnummer 03928 70 55 55. Wissenschaft trifft Comedy, denn am Samstag, den 27. Februar, tritt Konrad Schökel mit seiner Wissensshow für die ganze Familie auf. Ab 19.30 Uhr ist er mit seiner kreativ, witzigen und lehrreichen Show im AMO Kultur- und Kongresshaus in Magdeburg zu sehen. Alle weiteren Informationen finden Sie im Internet unter konrad-stökel.de. Zum nächsten abendlichen Schausieden lädt der Solepark Schönebeck Bad Salzelmen am Freitag, den 26. Februar 2016 um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark. Im Schausiedehaus angekommen, erfahren die Besucher an der Siedepfanne die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedung. Der Kunsthof Bad Salzelm lädt weiterhin am Sonntag, den 28. Februar 2016, zum nächsten Schausieden am Sonntag ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsiederinnen und Salzsieder bei der Arbeit im Schausiedehaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk, das die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt hat. Für Gruppen ab 10 Personen wird jeweils um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Am 5. und am 6. März 2016 findet deutschlandweit der diesjährige Tag der Archive statt. Auch das Stadtarchiv Schönebeck beteiligt sich an der öffentlichkeitswirksamen Aktion und öffnet am 6. März seine Türen. Das Team in der Prager Straße 71 gestattet allen interessierten Besuchern in der Zeit von 13 bis 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung. Wer sich für die Geschichte von mittelamerikanischen Völkern interessiert, kann sich freuen, denn Dr. Georg Plinikowski hält am Freitag, dem 11. März ab 18 Uhr einen Lichtbildvortrag zum Thema Mexiko, Schönheiten und Rätsel zwischen Erik von Däniken und Wissenschaft. Ansehen kann man dies in der Villa der Wirtschaft bei der Ernst-Thälmann-Straße. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person. Für die Veranstaltung vom Comedian Konrad Stöckel verlosen wir 3x2 Freikarten. Machen Sie mit und rufen Sie an unter 03928 40 57 70 und mit etwas Glück gehören die Karten Ihnen. Am Freitag werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Zum Abschluss wie gewohnt das Wetter. Hier die Aussichten für Donnerstag bis Samstag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. In den nächsten Tagen lässt sich die Sonne wieder einmal blicken. Der Donnerstag wird mit maximal 4 Grad trotz der Sonne weiterhin recht kalt. In der Nacht steigt das Regenrisiko auf 85% und die Werte fallen auf minus 1 Grad. Das Wochenende steht in den Startlöchern, doch vorher wird der Freitag noch einmal genau wie der Donnerstag. Die Maximalwerte liegen bei 4 Grad am Tag und minus 2 Grad in der Nacht.
Der Samstag wird der schönste Tag der Woche. Bei 6 Sonnenstunden und maximal 5 Grad kann man den Tag im Freien genießen. Nur in der Nacht wird es bei minus 3 Grad noch einmal kalt. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war das Regionalmagazin für Mittwoch, den 24. Februar. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis Freitag.